Willkommen zurück, meine lieben Freunde, in Odustan bei meinem Let's Play Imperialism. Letztes Mal hatten wir, sind wir zum ersten Mal irgendwo zurückgeschlagen worden, aber wir haben einen Haufen Schaden angerichtet, dort wo wir angegriffen haben. Auch wenn wir selbst einiges verloren haben. Und wir werden ein bisschen mehr Artillerien jetzt wieder aufbauen müssen. Also da unsere Armee ist ziemlich dezimiert worden. Das ist schon eine ziemlich grausame Sache. Na gut, auf jeden Fall. Wir werden mit unseren Leuten noch einmal angreifen, aber nicht mit denen, die vorher angegriffen haben, sondern mit jenen, die in Nassau stehen. Das sind nicht ganz so viele, glaube ich, wie die anderen, aber sie sind stark genug, um wirklich viel Schaden anzurichten dort. Ich hoffe, das reicht, um die Gegend zu befrieden. Schauen wir mal. Machen wir gleich weiter. Ja. Ja. Zazi offert uns 4 Units of Cotton. Das nehmen wir doch glatt. Ja, diese Handelssachen, die machen wir immer alle. Also wir haben genügend Schiffe, dass sich das locker ausgeht. Und na, das sollten wir aufstellen. So, ja, also er hat noch immer relativ schwache Einheiten hier. Er hat zwar diese großen, dicken, fetten, aber wir stellen dieses Mal diese hier nach hinten. Oh, wir haben nur 3 von denen. Schau, schau. Wir relativ viele von diesen. Was haben wir da so viele von denen? Wir hoffen einfach, dass die Yep. Au, 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 au. Gut, wir haben uns anschießen lassen. Ja, ist klar. Das war abzusehen. So. Das heißt, das hätten wir geklärt mal. Die ersten Schüsse haben sie getätigt und das ist so typisch, dass die natürlich zuerst dran sind, die hinten stehen. Irgendwie muss ich mir das merken. So, die schießen auf das da. Das möglichst nichts mehr von denen übrig bleibt. Wir wollen möglichst alles, was da in irgendeiner Weise aus allen Rohren auf uns feuern kann, erledigen. So, ich glaube, wir haben, glaube ich, alles wirklich erledigt. Ah, doch nicht. Eine steht noch. Scheint mir. Ha! Sehr gut. So, du bleibst hier hinten. Und freust dich deines Lebens. Du gehst daher. Du gehst daher und wartest ab, bis wer kommt. Du ebenfalls. Und bis daher. Ja, du schießt nochmal auf den. Ja, vielleicht sollten wir defensives Feuer nur machen. Mit denen. Ja, die werden ja wohl irgendwann mal rauskommen.
Auf den können wir schon schießen. So. Könnte auch auf den schießen, ja, damit er hinüber ist. Und die kommen dann an die vordere Stelle, damit sie richtig fest drauf schießen können, wenn die rauskommen. Sehr gut. Du bleibst da. Oh, du gehst daher. Du hierher. Gut, na dann schießen wir mal auf diese Dinger da, damit sie uns aus dem Weg gehen. Sagen. Die, die schon heraus sind, schießen wir ab und die, die nicht heraus sind, die kommen dann hoffentlich eh gleich. Hier ist da in unserer Reichweite. Wahrscheinlich ist der und auf den kann ich irgendwie nicht schießen, weil er blöd steht. So. Feiglinge, kommt zurück. Das ist aber fies. Die flüchten. Na gut, wir lassen Otto das machen. Otto von Bismarck, der da herumsteht. Ach, schade, sie sind noch davon gekommen. Aber sie haben 12 Units verloren, das ist gut. Ah, okay, darfst du aufstellen. Das dürfte jetzt nicht so ein Problem darstellen. Den werden wir erledigen. Da bin ich mir sicher. Schuss und Schuss und weg und tschüss. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Oh, 6 Schippernackeln. Wow. Das war eine Schlacht. Es sind alle untergegangen. Sowohl unsere als auch seine. Wie kann das sein? Zumindest irgendeiner hätte überleben müssen. Das ist ärgerlich. Na gut, wir brauchen mehr Schiffe. Unser Hauptproblem sind unsere Schiffe, also. Na gut, soll sein. Ah ja, ein paar Field Artilleries haben wir gebaut. Und leider sind überall Schippernakeln von ihm. Ah. Was haben wir jetzt gekauft? Den schicken wir jetzt wieder zurück nach Hause. Dort wartet er. Wo haben wir den gekauft? Was da? Nö. Noch weiter drüben hier. So,
Du gehst nach Putney. So, Touristen ist angeschlossen. Das heißt, wir gehen wieder hierher und schließen auch noch diese Stadt da unten an. Und diese ganzen Artillerien, die wir jetzt gebaut haben, gehen darüber nach Sindel, um das da wieder aufzubessern. Die sind noch immer am langsam aber sicher gesund werden. Mit Betonung auf langsam aber sicher. Denen geht es insgesamt etwas besser. Und die werden aber auch versuchen zu gesunden. Wie geht's denen? Oh, die haben einen angeschlagenen Scharfschützen. Einen ziemlich stark angeschlagenen Scharfschützen. Ich glaube, den habe ich letztes Mal hingeschickt. Aber die warten einfach auch noch ein wenig. Nächste Runde werden die vielleicht noch ein bisschen aufgerüstet. Bevor wir da weitergehen Richtung Warren. Oder Monmouth. Weiß ich noch nicht so genau, was ich als nächstes mache. Warren ist nicht so schlecht. Das würde Patagon schmerzen, weil das sind wunderschöne Ressourcen, die da rumhängen, die er dann nicht mehr kriegt. Monmouth wäre dahingehend ganz okay. Weil wir da noch ein Holz hätten, das wir heimtransportieren können. Na gut, aber ich glaube, wir können sowieso noch nicht alles Holz heimtransportieren. Irre. Oh, Treibstoff. Sehr gut. Wow. Wir können definitiv nicht alles heimbringen, was wir brauchen. Oder was wir verwenden können. Und dann nochmal drei und noch so einen Scharfschützen. Und die restlichen. Oh. Wir haben zu wenig. Ah. Was ist da passiert? Okay. Na dann können wir ja doch noch alles umwandeln, was geht. Und noch ein paar Leute einstellen. Sechs, um genau zu sein. Oh, wir brauchen schon viel Essen. 66, 33, 33. Wow, das transportieren wir noch nicht hin. Wir werden da wieder ein bisschen weiter runter gehen. So, machen wir das so, wir brauchen mehr Essen. Gut, dann haben wir 18 Produktion. Mal zumindest 7 und schauen wir mal, ob wir da noch irgendwo ein bisschen raufgehen können. Da könnten wir noch ein wenig raufgehen. Transportkapazität. Wir haben definitiv zu wenig Transportkapazität. Oh, aber dafür können wir jetzt zwei neue Ironclads bauen. Das ist gut. Das ist gut. Wir brauchen mehr Transportkapazität, damit wir die ganze Kohle heimbringen können, die uns fehlt. Ja, vor allem Kohle fehlt uns. Viel Kohle und Holz auch. So, also mittlerweile gehört uns schon ein Drittel der Welt, glaube ich mal, circa 38 Provinzen. Fair und excellent. Gut und gut, gut und gut, gut und gut. Passt. Schaut gut aus. Ist fair besser als gut oder weniger gut als gut? Schwer zum Sagen. Naja, egal. Aber wir schauen uns mal an, wie es unseren Flotten geht. Ob wir überhaupt noch welche haben. Viele haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wir haben wirklich keine Flotten mehr.
Nur in Heimatgewässer. Ah, die bleiben auch im Heimatgewässer. Das war ziemlich mies das letzte Mal, wie sie uns den ganzen Handel abgeschnitten haben. Wobei man dazu sagen muss, es hat uns jetzt nicht so dramatisch getroffen, weil wir haben so viel Geld wie Heu. Achso, ich wollte schauen. Verkaufe ich gerade alles? Passt. Na dann, nächste Runde. Nächstes Glück. Okay. Wir kaufen wieder alles, was geht. Boah, die haben mich einfach angegriffen, wo ich ganz leer war. Ist das arg. Schauen wir mal, ein ganzer Kürassier ist reingegangen. Na gut, dort haben wir dich auch wieder raus. Ich habe da keine Probleme damit. Außerdem, solange du uns nichts kostest. Hey, noch ein General. Ich weiß zwar nicht genau, was ich mit diesen ganzen Generälen machen soll, aber immerhin habe ich welche jetzt. So, du bleibst hier stehen. Du schaust dich weiter um. Du schaust dich bei uns weiter um. Da gibt es noch ein Gebiet. So, du hast einmal das verbunden. Heißt das, das hat er mit dem Lok Mahdi, hat er mir das ganze Gebiet zerstört. Ist das arg? Du gehst mal daher und verbindest da und du gehst da jetzt nach unten. So, wohin gehen wir mit euch? Nach dem Geierloch. Wie geht's euch? Na, ihr seid noch regenerierend, ihr werdet noch nichts angreifen. Wie geht's euch? Na, auch noch nicht so perfekt. Ihr macht auch noch nichts. Und wie ist es mit euch? Da braucht eigentlich nur dieser eine Scharfschütze noch Erholung. Der bleibt stehen einfach. Und die anderen. Oh, schade, die können nicht direkt nach Lok Mahdi gehen. Gehen halt da nach Monmouth. So, die zwei kommen mal daher. Und du bleibst da stehen derweil und wartest auf die Verstärkung. So, was haben wir dann noch? Uff. Wir brauchen Kohle, haben wir gesagt. Wir brauchen aber leider auch davon und davon. Auf 70 rauf. 35. Ah, verstehe. Das ist runtergegangen, weil wir da jetzt das Gebiet verloren haben. Deswegen haben wir da so viel Transportkapazität plötzlich übrig. Gut. Haben wir schon 30. Okay. Erdöl müssen wir noch hintransportieren mehr. Wir brauchen noch einmal zwei davon. Und noch einen davon. Und dann will ich fast sagen, war es das mal mit neuen Leuten. Oder? Jetzt brauchen wir nur noch so viele, wie wir in Truppen umwandeln. Einstweilen mal. Sonst kann ich mir die nicht mehr ernähren. Was haben wir denn von dem Vorrat? 267 Stahl, 306. Da brauchen
Bauen wir auf jeden Fall noch eins aus. Und das bauen wir auch noch um eins aus. Davon haben wir ja mehr als genug. Neue, neue Transportkapazität passt auch. So, Konserven haben wir noch wie viele? 13, das ist nicht mehr viel. Wir müssen Essen in die Hauptstadt bringen und dann Konserven baufen. Weil verkaufen tut uns ja keiner welche. Und wenn wir weiter wachsen wollen, brauchen wir auch Konserven. Gut. Da gehen wir auf die volle Kapazität, die wir verkaufen können. Und weiter. Noch eine kleine Schlacht jetzt zum Abschluss. Dann machen wir wieder Schluss für heute. Ich glaube nicht, dass das eine großartige, riesige Schlacht wird. Boah, 12 aus Zazi. Ist okay. Da gibt es keine Artillerie. Das heißt, das sollte jetzt nicht wirklich so problematisch werden. Gott, diese dicken Infanterietypen. Na, jeder hat noch geschossen auf uns. Ist das arg? Auf den schießen. Ach so, das war der General. Mist. Mit dem wollte ich eigentlich gar nicht davor fahren. So. So, die sind alle hinüber. Wir wollen die da hinten erledigen, weil die Milizen ziehen sich sowieso nicht zurück. Aber wenn die überleben, diese Einheiten. Ah, mach du das weiter. Na, immerhin, sechs Sachen haben wir erledigt. Ist okay. Was kommt da auf uns zu? Oh, ist es süß.
Feiglinge, kommt zurück. Eigentlich könnte der das jetzt übernehmen. Gut, und wieder ein paar Leute erledigt. Und hier haben wir auch was erledigt. Nämlich eine Ironclad. Sehr gut, sehr gut. Hier haben wir. Naja, nicht allzu viel umgebracht, aber immerhin. Da haben wir mehr umgebracht und passt auch. Gut. So, das heißt, wir haben wieder ein Stück dazu gewonnen. Wir sind wieder ein Stück stärker geworden. Und ein Stück schwächer. Höhöhö. So, warte mal, da hinten habe ich doch irgendwo noch ein Feld gesehen, das wir nicht bewirtschaftet haben. Das ist ja unglaublich. Ah, da gibt es noch. Das habe ich erst letztens bemerkt. Wir haben hier unten, sieht man, was man noch bewirtschaften kann. Gut. Hier geht mir vielleicht hierher. Nö, daher. So, wie geht's bei euch? Oh, ihr seid sie schon mehr oder weniger durch mit Heilen, oder? Wir können eigentlich Bergen angreifen. Ja, ihr wartet jetzt auf die Verstärkung. Monmouth. Ja, denen geht es eigentlich auch schon mehr oder weniger gut. Die könnten rein theoretisch das da angreifen. Wow, da versucht jemand bei mir anzulanden. Coastwatching Gear One. Okay. Okay, dann geht's hier mal darüber. Ist jetzt gut drauf. So, warte mal. Die zwei schicken wir in den Hafen zum Heilen. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar
Boah, das bringt schon recht viel Geld, nur das Problem ist, das bringt mir überhaupt nichts Geld. Dafür kann man ja nichts kaufen. So, drei neue Leute. Dann bauen wir da auch gleich neue. Von nichts. Wow. Nö. Gut, wir brauchen mehr als drei neue. Wenn wir mit unserer Produktion weitermachen wollen, müssen wir doch mehr von denen einstellen. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle schauen wir uns nochmal ganz kurz den Status an. Der schaut nämlich, glaube ich, recht gut aus mittlerweile. Wir sind klar jetzt die Nummer 1. Innere Stärke sind wir. Wow, sind wir um einiges stärker als alle anderen. Diplomatisch haben wir auch schon die anderen überholt mittlerweile. Militärisch, interessanterweise sind wir nicht die stärksten militärisch, aber wir sind schon und also wir sind schon knapp hinterm stärksten, also so gesehen. Und das liegt einfach daran, der Computer ist nicht besonders intelligent. Der verteilt seine Truppen extrem stark. Er hat zwar sehr viel mehr Truppen als ich, aber, oder eigentlich hat er nicht mehr sehr viel mehr Truppen als ich. Mittlerweile hat er in etwa gleich viele wie ich, aber früher hat er einfach viel mehr gehabt als ich, aber nur an ganz bestimmten Orten und die waren eigentlich nur zur Verteidigung da. Und wir machen das ja nicht. Wir verteidigen ja nichts. Wir schicken nur unsere Truppen dorthin, wo sie halt gerade anlanden. Und selbst wenn sie irgendwo anlanden, solange sie nicht in der Hauptstadt anlanden, ist das alles nicht so schlimm. Und in der Hauptstadt können sie nicht anlanden, weil da habe ich jetzt genügend Flotten rundherum. Ja, unsere Handelsmarine ist mittlerweile, glaube ich, dreimal so groß wie die vom nächsten. Wahrscheinlich genauso groß wie die von allen anderen zusammen. Unsere Exporte sind auch riesig. Unsere Industrie ist ein Wahnsinn. Arbeitskraft ebenfalls. Overseas Profit sind wir zwar nicht so stark im Vergleich zu den anderen, aber trotzdem die stärksten. Und unser Transportwesen ist ein Wahnsinn. Wir produzieren jetzt jede Runde, glaube ich, 8, 9 Transport. 5 bis 9 oder sowas in die Richtung. Das ist schon sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Aber warte mal, den wollte ich noch schauen. Nein, der hat nichts, was er machen könnte. Obwohl, ich glaube, ich habe irgendwo in so einem Land, wo wir drinnen sind. Kann das sein? Na, da sind wir nicht drinnen. Dass wir da auch irgendwo was dazu machen können. 2, 2, 2, 2, 2. Da nicht. Vielleicht irgendwo. Kann es sein, dass wir da irgendwo ein Gebiet haben, wo man noch nicht voll. Wow, das mal ist ein einzelnes Schaf. Ach, René, ach, René. Schlecht, schlecht, schlecht. Da ist auch noch nicht ausgebaut. Wow, wir brauchen mehr Leute, die ausbauen eigentlich. Man bedenkt, wie viel wir da noch frei haben. Nö. Und da sind wir ja nicht drinnen. Was bleibst du? Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich ihn jetzt aufgelöst? Ja, ich habe ihn aufgelöst. Meine Güte, ich bin so dumm. Na gut, andererseits, wir haben sowieso nichts mehr zum Ausbauen. Und sollten wir. Achso, nein, doch nicht. Da ist er eh noch. Was ist denn das? No orders. Sleep. Ah ja, sleep. Passt.
lieben kannst du. Ja, und wie schon gesagt, hier hören wir auf. Bis bald, meine Herren und Damen.